Unser Bruno ist tot. Es geschehen Dinge, die wir nicht verstehen. Fassungslos und schmerzerfüllt stehen wir daneben. Finde den Frieden, den dir die Welt nicht geben konnte. Das war der Wortlaut der Todesanzeige für unseren Sohn Bruno. Aber fangen wir von vorne an. Bruno wurde als unser zweiter Sohn am 3.6.93 in Bergisch Gladbach geboren. Schon bei der Geburt war Bruno überdurchschnittlich groß und kräftig. Das Geburtsgewicht betrug 4.500 Gramm und er war 56 cm groß. Bei jeder frühkindlichen Vorsorgeuntersuchung sprengte er den Rahmen und war größer, als die Norm es vorsah. Körperlich groß und kräftig war er, die Seele jedoch sehr verletzlich. Es folgte eine ganz normale Kindheit mit Kindergartenzeit in der Villa Sonnenschein hier in Wesseling, Grundschulzeit in der Wesselinger Goetheschule und dem Abschluss der weiterführenden Schule an der Albert-Einstein-Realschule. Bruno war ein fröhliches Kind. Schnell hatte er seinen älteren Bruder an Körpergröße überholt. Groß und stark wie ein Baum wuchs er heran und erreichte immerhin stattliche 1,94. Um seine Talente zu entdecken, hat Bruno mehrere Sportarten ausgeübt, wie beispielsweise Tischtennis, Joggen, Kraftsport, Schwimmen und Fußballspielen. Überhaupt war Bruno sportbegeistert. Schlussendlich war Fußball die Sportart, die ihn sein Leben lang begeisterte. Die letzten 4 Jahre entdeckte Bruno seine Leidenschaft für Stildart, die er auf uns übertrug, sodass Dart häufig unser Fernsehprogramm bestimmte. Bruno war grundsätzlich allen Tieren sehr zugetan, aber mit unserer Vanya verbanden eine besonders innige Freundschaft. Bruno liebte auch die italienische Küche und war insgesamt ein Gourmet, der sich häufig in unserer Küche eine kulinarische Köstlichkeit zubereitete, sodass uns allen das Wasser im Mund zusammenlief. Besonders auffallend war sein ausgeprägter Blick für alles Schöne, für Design und seine Faszination von Ästhetik. Weiterhin überraschte er uns mit seinem ausgeprägten Gedächtnis über Gegebenheiten, die wir alle schon längst vergessen hatten. Gerne besuchte Bruno Konzerte wie Crow, Genetik oder Kollega und Farid Bang. Aber auch Helene Fischer gehörte zu den Interpreten, die er sehr gerne hörte. Ich habe heute noch Musik-CDs von ihm, die er mir zum Muttertag brannte. Wenn ich Brunos Charakter mit ein paar Worten beschreiben sollte, er war immer sehr höflich, freundlich, hilfsbereit, ruhig, sympathisch, einfach liebenswert. Seine Freunde nannten ihn den sanften Riesen. 2009 begann Bruno seine Ausbildung als Mechatroniker Kältetechnik bei der Carrier Kältetechnik GmbH in Fürth, dem führenden Hersteller von kältetechnischen Anlagen und Komponenten. Seine Ausbildungszeit wurde 2012 dann unterbrochen durch den Beginn seiner furchtbaren Erkrankung, seiner Psychosen. Trotz seiner schwerwiegenden Erkrankung schloss er seine Ausbildung erfolgreich im Jahr 2014 ab. Bruno, was waren wir stolz auf dich? Nach Abschluss seiner Ausbildung arbeitete er 2 Jahre als Servicetechniker bei der Carrier Kältetechnik in Sürth und war dort mit der Wartung und Reparatur von kältetechnischen Anlagen und Komponenten beschäftigt. In der Zeit von 2012 bis 2015 hatte Bruno unter 3 Schüben seiner Erkrankung zu leiden, die wir jedoch erfolgreich zu Hause kompensieren und abmildern konnten. Ostern 2016 erfolgte der letzte schwere Schub, der sich von den anderen stark unterschied. Bruno verbrachte im Jahr 2016 9 Monate in einer Klinik und wurde am 16.12.16 als nicht suizidgefährdet nach Hause entlassen. Wir waren überglücklich, unseren Bruno endlich wieder zu Hause zu haben. Es folgten 6 schöne, aber auch schwierige Wochen. Am 29. Januar 2017 hast du, Bruno, eine folgenschwere Entscheidung getroffen. Du hast dein junges Leben beendet, indem du dich von der obersten Etage vom Parkhaus des Flughafens Köln-Bonn gestürzt hast. An diesem Tag, einem Sonntag, hast du einfach um 16 Uhr wortlos das Haus verlassen. Und wir sollten dich nie wiedersehen. Was danach kam, ist für uns als Familie nach wie vor ein Trauma. Wir sind gefangen im Schmerz und in der Sehnsucht nach dir. Trauer kennt kein Verfallsdatum. Bruno,
Wir haben dich gewollt. Wir haben dich mit Liebe empfangen. Wir haben dich mit Liebe geboren. Wir haben dich mit Liebe großgezogen. Du hast dir, aber auch uns, das Kostbarste genommen, was ein Mensch haben kann. Täglich frage ich mich, was ich falsch gemacht habe. Täglich frage ich mich, wie ich es hätte verhindern können. Täglich wache ich auf mit dieser Ohnmacht und mit der brutalen Gewissheit, dass du tot bist. Einfach weg. Was bleibt, sind viele Fragen. Antworten werden wir nie bekommen. So stehen wir hier nun und pflanzen diesen Baum. Dieser Baum steht für das Leben. Er steht insbesondere als Erinnerung für dich, mein lieber Bruno. Seit deiner Geburt bis zu deinem Tod warst du Wesselinger Bürger. Hier am Entenfang hast du schon als Kleinkind auf den Spielplätzen da drüben gespielt. Dieser Baum steht aber auch als Hoffnungsträger für alle Suizidgefährdeten. Mario Dieringer, der Gründer von Trees of Memory, musste auch einen Verlust durch Suizid hinnehmen. Deshalb hat er es sich seit Anfang 2018 zur Lebensaufgabe gemacht, Bäume der Erinnerung zur Suizidprävention rund um den Erdball zu pflanzen. Trees of Memory ist ein wichtiges Projekt für unsere Gesellschaft. Suizid ist leider immer noch ein Tabuthema. Genauso wie Depressionen, Psychosen, Angststörungen. Deshalb lädt auch dieser Baum zum Nachdenken ein. Was passiert in unserer Gesellschaft? Warum gibt es so viele Menschen, die an Krankheiten wie Burnout, Psychosen, Neurosen und Depressionen leiden? Die Psychiatrien sind voll davon. Was passiert in unserem Zeitalter? Sind wir modernes Mittelalter? Sind wir moderne Sklaven? Wusstet ihr, dass weltweit jährlich 800.000 Menschen an Suizid sterben? In Deutschland sind es jährlich 10.000. Das darf und kann nicht sein. Wir müssen darüber reden. Wir müssen helfen. Die Betroffenen, aber auch das Umfeld müssen offen damit umgehen, um helfen zu können. Jeder Suizid ist sinnlos und traumatisiert die Angehörigen in einem unzumutbaren Maß für den Rest ihres Lebens. Ich freue mich nun, dass wir diesen Baum hier in Wesseling pflanzen dürfen. Er ist der 13. Baum von insgesamt 50, bisher 50 bestellten Bäumen. Er bildet gemeinsam mit den anderen Bäumen ein Band des Lebens, der Hoffnung und der Verbundenheit aller Menschen rund um den Erdball. Aller Menschen. Das heißt, egal welche Hautfarbe, egal welche Glaubensrichtung, egal welches Geschlecht und egal ob psychisch krank. Wir sind eins, nämlich Menschen. Bevor ich nun zum Schluss komme, möchte ich mich bei all denen bedanken, die den Baum der Erinnerung, diesen Tree of Memory, für Bruno ermöglicht haben. Als erstes danke ich natürlich dir, lieber Mario, für dieses Projekt und für den Trost, den du mir ständig und überall, über Facebook, über Nachrichten, immer wenn es mir schlecht geht, bist du für mich da, den du mir und all den betroffenen Menschen spendest. Vielen lieben Dank, dass es dich gibt und vielen Dank für dein Projekt. Weiterhin bedanke ich mich bei den Spendern, die einen Teil von Brunos Baum der Erinnerung bezahlt haben. Weiterhin bedanken wir uns bei Brunos Freunden Sebastian Niesel, Mathieu Finke und Nicolas Lamberti, die durch ihre Spende ihre Treue zu Bruno auch über den Tod hinaus beweisen. Vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn Hubert und Vera Vorn nicht wären, dann hätten wir heute an diesem Tag keinen Kaffee. Für uns alle. Aber unabhängig davon haben diese beiden Menschen in der Vergangenheit durch spontane Hilfsangebote, auch in Bezug auf Bruno, immer wieder bewiesen, dass man auf sie zählen kann und dass sie zur Stelle sind, wenn man sie braucht. Auch euch beiden herzlichen Dank. Weiterhin ist es mir wichtig zu erwähnen, dass Dirk Jonas, das Blumenhaus Jonas aus Wesseling, diese wunderschöne Eiche ausgesucht hat. Der Aushub, der Transport und die Pfählung wird kostenneutral für uns vorgenommen. Das verdient auch Anerkennung und unseren Dank. Aber all die hier genannten Menschen hätten sich umsonst gemüht. Sie hätten sich umsonst gemüht, wenn nicht die Wesselinger Bürger gewesen wären. Ohne euren Einsatz, ohne eure hundertfache Fürsprache beim Gemeindeamt, eure Briefe an das Gemeindeamt, eure Bitten, eure Anrufe, eure schriftliche Anteilnahme, eure Beiträge auf Facebook, wäre die Genehmigung zur Pflanzung dieses Baumes nicht erteilt worden.
Mein ausdrücklicher Dank geht also auch an alle Wesselinger Bürger, die sich für diese Pflanzung eingesetzt haben. Es ist somit nicht nur Brunos Baum, es ist auch euer Baum. Und mein letzter Dank geht an alle hier Anwesenden, die durch ihre Teilnahme unserem Sohn noch einmal Respekt und Ehre erweisen und uns dadurch auch auf eine ganz besondere Art und Weise Trost spenden. Vielen Dank euch allen. Und mein letzter Dank geht an einen ganz besonderen Mann. An einen Mann, der mich schon viele, viele Jahre begleitet und der mich durch die tiefsten und dunkelsten Stunden geführt hat und immer wieder versucht, ans Licht zu führen. Das ist mein Mann, Ralf Kaltofen. Ich bin glücklich, dass du mein Mann bist und dass du immer an meiner Seite stehst. Dankeschön. Da steht sie nun, die große mächtige Eiche, ein starker Baum, der an einen starken Mann erinnern soll, Bruno. Bruno hat hier in diesem Park seine Kindheit verbracht und später war er hier mit euch, seinen Fußballkumpels, am Bolzen. Deshalb gab es von Anfang an keinen anderen möglichen Standort, als ihn hier im Entenfang, in der Nähe seines Elternhauses. Dafür haben wir vom Verein Trees of Memory und gemeinsam mit Gabi gekämpft. Es war nicht einfach. Uns gab so manche ernüchternde Rückmeldung, die uns wieder mal vor Augen führte, wie fremd das Thema Suizid all denjenigen ist, die vom Schicksal umärmelt einen solchen niemals erleben müsste. Und wie furchtbar die Auseinandersetzung mit dem Thema für andere ist, die es bereits erlebt haben und lieber mit einem Mantel des Schweigens reagieren, als nochmals alte Wunden aufzureißen. Viele Menschen standen uns beiseite und haben bei den Verantwortlichen Überzeugungsarbeit geleistet. Auch wenn ich nicht weiß, was am Ende des Tages den Ausschlag gegeben hat, dass wir für Bruno hier an diesem Ort eine Eiche pflanzen dürfen, so hoffe ich doch, dass die Entscheidung von Empathie und Respekt für alle Suizidopfer Wesselings geprägt ist. Ich sage auf jeden Fall Danke, dass wir dürfen. Doch vielmehr hoffe ich jedoch, dass ich mit diesem Baum, den wir heute unter doch so großer Beteiligung pflanzen, ein klein wenig die Erkenntnis breit mache, dass Suizidalität ein wirkliches Problem ist, dass die Schönen, die Berühmten und die Reichen genauso trifft wie die Jungen, die Wilden, die Unbekümmerten, die Armen, Mädchen und Jungs im Teenageralter, immer mehr Senioren, junge Frauen, Mütter, Väter im besten Alter und stattliche Kerle, so wie Bruno eben einer war. An ihn erinnert nun also eine Eiche. Ein Baum, der für die meisten Menschen pure Lebenskraft und unendliche Stärke symbolisiert. Der ursprüngliche Name der Eiche lautet Du Ihr. Und daraus entstanden ist das, was wir heute als Tür bezeichnen. Starke Eichentüren schützen auch heute Pforten und Häuser. Sie sperren aus, was nicht herein soll, und sie sperren weg, was nicht gut ist. Türen können sich aber auch öffnen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dieser Baum eine Tür öffnet und den Weg frei macht für ein starkes Team. Bruno mochte Sport und heute sind seine Fußballkumpels Sebastian, Mathieu, Nicolas und Tobias anwesend. Er war ein Teamplayer. Und wie das so ist im Sport, war er stets bestrebt, mit seinen Kumpels das gemeinsam gesteckte Ziel zu erreichen und Spaß zu haben. Ihr habt seine Schuhe dabei, ihr habt eure Schuhe dabei. Möchtet ihr kurz? Bruno war aber nicht nur ein Teammitglied unter euch Jungs, Bruno war auch ein Familienmitglied. Ein Sohn und auch da ein Teamplayer, auf den man sich verlassen konnte. Doch schleichend veränderte sich Bruno. Was früher in seinem Körper und in seinem Geist eine solide Einheit darstellte, als er auch sein privates, eingespieltes Team war, auf das er sich immer verlassen konnte,
verlor sich zunächst schleichend und kaum bemerkt auf dem Spielfeld des Geistes, der Gedanken und des Lebens. In zunehmender Aggressivität gingen Körper, Geist und Gedanken gegeneinander vor, anstatt gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Aber nicht genug damit. Bruno fand sich immer wieder und immer häufiger in verschiedenen Welten wieder und wusste irgendwann nicht mehr, bei wem er eigentlich noch mitspielte. Und was eben noch ein wirres Gedankenspiel war, wurde plötzlich so eine Art Kriegsschauplatz in einer Realität, die seinem Leben genauso fremd war wie unserem Leben. Bruno musste seiner falschen Realität entkommen und endgültig einen Schlussstrich ziehen, sonst würde ihn die Mafia holen, wie er mal sagte. Er hat es versucht, Bruno hat sich helfen lassen. Es ging ihm eine Zeit lang besser. Und doch waren auf Dauer die Bilder und die Ängste einer anderen Welt stärker als die Liebe all derer, die für ihn da waren und ihm helfen wollten. Als er sie schließlich aufmachte, um seinen Geistern zu entkommen, hat er das falsche Spielfeld verloren. Und die Mafia hat ihn am Ende doch geholt, so sagte er selbst. Hier, die jungen Männer, die vorhin ihre Fußballschuhe um den Baum stellten, gehören zu Brunos Team. Auch Brunos Schuhe stehen hier mit dabei. Seine Familie, sein Bruder, sein Vater, seine Großeltern und seine Mutter sind anwesend. Anwesend sind einige, die ihn kannten und einige, die voller Mitgefühl zur Unterstützung gekommen sind. Und wir von Trees of Memory sind hier vor Ort oder auch im Geiste zu Hause mit dabei. Und da im Mittelpunkt steht Brunos Baum. Ich würde sagen, Bruno ist wieder im Spiel. Er ist wieder bei uns angekommen und war eigentlich auch nie wirklich dort. Wir alle, die wir heute hier stehen, sind damit auch ein Teil von Brunos Team. Mit dieser Eiche öffnet sich die Tür zu einer Zukunft, in der Bruno liebevoll in unserer Mitte sein darf. Ein neuer Abschnitt, der geprägt wird von der fröhlichen Erinnerung, in denen er ein Sohn, in denen er ein Bruder oder eben auch euer Kumpel sein darf und auch schmerzlich vermisst werden darf. Ein Leben, in dem Bruno wieder einen ruhigen Platz hat und die Ketten des Schmerzes der Akzeptanz gewichen sind, dass der Tod nicht verhandelbar ist. Ein Leben, in dem die unbändige Wut losgelassen hat, zu hadern, zu toben und zu schreien. Ein Leben, das wieder seine Mitte entdeckt und in der Stille seiner Seele Halt und Trost findet. Ein Leben, in dem Bruno wieder da ist, spürbar ist und in dem er jedem ein Lächeln schenkt, der an ihn denkt. Diese Eiche hat über Jahre ihre Wurzeln geschlagen und sich auf ein beständiges, vielleicht ein sehr langweiliges Leben irgendwo da draußen auf der Welt eingerichtet. Und von heute auf morgen hat man sie aus ihrem Leben gerissen und nun steht sie hier, wo sie keinen kennt, wo Mutter Erde eine ganz andere ist und wo vielleicht nicht ganz gesichert ist, ob ihr das alles schmecken wird. Damit hat sie mit dir, Gabi, und mit euch als Familie und eigentlich auch mit Bruno sehr viel gemeinsam. Ihr wurdet alle entwurzelt und findet euch in einer Situation wieder, in der man eigentlich keine Wurzeln schlagen möchte, aber muss. Und trotzdem wird diese Eiche sehr groß und sehr stark werden. Ihre Entwurzelung wird eines Tages nicht mehr zu sehen sein. Vielleicht wird sie zum schönsten Baum im ganzen Park. Jeder von euch wächst und wird weiter wachsen. Jeder für sich allein und doch seid ihr alle miteinander verbunden im Glück, eine Familie zu sein, die füreinander da ist. Ihr alle teilt einen unfassbaren Schatz, den euch niemand nehmen kann, gleich was geschieht. Die Erinnerung an Bruno und an das Geschenk eines gemeinsamen Lebens. Sein Lachen, seine ersten Schritte, sein erstes was ausgefressen haben, seine Umarmung, seine Liebe und seine Freundschaft, das ist Brunos Erbe, das er für jeden, für euch hinterlassen hat. Und jeder hat seinen eigenen Anteil, nichts doppelt sich, jeder hat seinen Bruno ganz für sich allein. Als mein Lebenspartner sich 2016 das Leben nahm, hätte ich den Schmerz und die falsche Schuld fast nicht überlebt. Der Schmerz, der sich jeden Tag durch den Körper fraß, die Tränen, die mir den Schlaf raubten, die Wut, die Schmerzen erzeugte, die Kreisgedanken, die mich fast haben verrückt werden lassen. Die Trauer, die mich lieber in den Tod getrieben hätte, anstatt mich einfach leben zu lassen.
Der Zorn, weil ich dachte, ich habe Schuld und ich hätte noch mehr tun können. Es war und mitunter ist es immer noch in seltenen Augenblicken die schlimmste Zeit meines Lebens. Etwas, das ich dem schlimmsten Feind nicht wünschen würde. Ein Zustand, in dem der Körper die Seele aufgefressen hat und die Seele den Körper zerstörte. Es hat so unendlich lange gedauert, bis ich plötzlich verstand, dass niemand von uns die Verantwortung für eine Krankheit und ihre Folgen tragen kann. Nicht ich, nicht die Familie, nicht die Freunde, nicht das Leben und Jürgen natürlich auch nicht. Der Schmerz, der noch heute ab und an mit bösartiger Mächtigkeit durch mein Leben poltert, ist verschwunden, als ich anfing, jede Erinnerung an Jürgen nicht mit Trauer und Wut zu betrachten, sondern mit der Emotion, die tatsächlich in jedem Moment eine Rolle spielte. Und das war in unserem Fall auch oft sehr lustig. Wenn auch nicht immer. Wenn ich heute an Jürgen denke, auch an die schlimmsten Zeiten, dann schiebt sich sofort das Bild seiner vor Freude feuerwerkspeienden Augen ins Gedächtnis und ich höre sein schallendes Gelächter. Ich spüre, wie wir uns in den Arm nehmen und er macht, wofür ich ihn so unfassbar liebte. Er hält in seiner Umarmung Raum und Zeit an. Ich spüre den gemeinsamen Herzschlag an unserer Brust und wie dieses einzigartige Bum, 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 Bum und unser Körper verlässt und für alle Zeit hörbar in die Unendlichkeit des Alls vordringt und weder von Hass noch von Trauer getrennt, zerstört oder weggenommen werden kann. Ich denke an eine überfüllte Bäckerei an einem Sonntagmorgen, in der sich 20 Kunden totlachen, als Jürgen laut kreischend sich gegen an meinen Vorschlag stellen, Apfelkuchen mit Rosinen zu kaufen. Das drückt mir zwar nach wie vor oft die Tränen ins Gesicht, aber ich bin dankbar, dass ich derjenige sein durfte, mit dem er das alles für einen kurzen und sehr intensiven Moment geteilt hat. Ich bin dankbar dafür, dass ich heute hier stehen darf und mit Trees of Memory nicht nur eine Art Mitte gefunden habe, sondern auch eine Aufgabe, für die ich brenne und für die es sich lohnt, zu kämpfen, zu laufen, zu leben, zu lieben und all das zu tun, was es braucht, um Menschen in derselben Situation zu zeigen, dass es wieder aufwärts gehen kann und dass es auch aufwärts gehen wird, wenn die Wut den Schmerz und den Tod akzeptiert und beides zum Teil des eigenen Lebens macht, was unweigerlich dazu führt, dass sowohl die Wut vergeht und der Schmerz losgelassen wird. Es ist nicht schlimm, wenn ein schwarzes Puzzleteil zurückbleibt, wie das auch bei mir der Fall ist, und das Gefühl des Unvollständigseins mit einer gewissen Melancholie einhergeht. Ich weiß, dass dieses Puzzleteil lediglich schwarz ist und zum Bild gehört, gleich einem versehentlichen Farbflex auf einem alten Foto. Das, was ich auf dem Foto sehe, ist immer noch da und hat sich nicht verändert. Und wenn eines Tages jemand ein Foto von meinem Leben macht, dann wird da auch ein schwarzer Fleck sein, der irgendwie einfach dazugehört und sich wie selbstverständlich ins Bild schmiegt, ohne die von mir gefühlt bösartige Natur in seiner schwarzen Tiefe zu offenbaren. Das, was ihr seht, euer Bild, ist immer noch da und das kann euch niemand nehmen, weil Uni existiert und viel mehr ist als nur ein schwarzer Fleck. Auch wenn wir ihn nicht mehr sehen können. Seine Kumpels nehmen bei jedem Spiel die Schuhe mit und stellen sie neben das Tor. Und da stehen sie wieder, zusammen mit euch allen hier. Und ich sehe keinen schwarzen Fleck. Ich sehe euch. Ich sehe seine Kumpels und ich sehe Bruno und ich sehe seinen Baum. Brunos Baum, unter dem ihr künftig picknicken könnt, Geburtstage feiern könnt, den ihr umarmen könnt, mit dem ihr reden könnt und mit dem ihr eure Freude und eure Tränen teilen könnt. Brunos Baum, der für Lebenskraft und Stärke steht und diese Kraft und Zuversicht an jedem Tag an euch weitergibt. Ein Baum, der die Jahrhunderte überdauern wird. Ich sehe Blätter, in deren Rascheln ihr das Flüstern von Brunos Stimme hören könnt. Ich sehe ein Tree of Memory und ich sehe David, Jan, Achim, Free, Werner, Martin, Philipp,
Jan, Heikes Vater und nun auch Bruno, in einer Reihe von Bäumen der Erinnerung, die ich in diesem Jahr pflanzen durfte, miteinander verbunden. Ich sehe Menschen, Bäume, Erinnerungen und Bilder, wie sie uns halten und wie sie uns trösten. Bäume, die uns alle an großartige Menschen erinnern, die uns fehlen, die uns geprägt haben und noch immer prägen. Menschen, die Bilder unsere, die Bilder unserer Leben gemalt haben und sie farbig und bunt machten. Bilder und Leben, die einem Triptychon gleichen. Das erste Bild von links aufgenommen vor ihrer Zeit. Das mittlere Bild zeigt die gemeinsame Zeit und rückt sie in den Mittelpunkt der Geschehnisse und fordert den Betrachter auf, zu verweilen und die Geschichte zu erfassen. Und das dritte Bild auf der rechten Seite zeigt den neuen Lebensabschnitt, der ohne diesen Menschen stattfindet. Drei für sich einzelne Bilder, die dennoch nur als Einheit nebeneinander Sinn machen und eine Geschichte erzählen, die nichts an Farbigkeit verloren haben und wertvoller als alle Reichtümer dieser Welt zusammen sind. Ich sehe Menschen, an die wir uns mit Liebe erinnern werden, Menschen, die uns im dritten Bild unsichtbar zur Seite stehen und helfen, eine lebenswerte und erfüllende Zukunft zu gestalten. Ich sehe sie weil und ich sehe sie wie in den Zeilen des jüdischen Gebetsbuchs beschrieben. Beim Aufgang der Sonne und bei ihrem Untergang erinnern wir uns an sie. Beim Wehen des Windes und in der Kälte des Winters erinnern wir uns an sie. Beim Öffnen der Knospen und in der Wärme des Sommers erinnern wir uns an sie. Beim Rauschen der Blätter und in der Schönheit des Herbstes erinnern wir uns an sie. Zu Beginn des Jahres und wenn es zu Ende geht, erinnern wir uns an sie. Wenn wir müde sind und Kraft brauchen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir verloren sind und krank in unserem Herzen, erinnern wir uns an sie. Wenn wir Freude erleben, die wir so gerne teilen würden, erinnern wir uns an sie. Und solange wir leben, werden sie auch leben, denn sie sind nun ein Teil von uns, wenn wir uns an sie erinnern. Vielen, vielen herzlichen Dank.